Bosnien, ein Land voller Natur, Wasserfällen und Bergen. Vor allem die Menschen hier empfinden wir als total dankbar und hilfsbereit und sie freuen sich einfach nur darüber, dass wir Bosnien ja etwas attraktiver für die Menschen machen. Bist du bereit für eine volle Ladung Bosnien und möchtest du erfahren, wie wir zu diesem wunderschönen, traumhaften Stellplatz hier gekommen sind? Dann lehn dich zurück und genieße die nächsten 20 Minuten Ventastic Adventure. Geworden, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind hier bei dem Vodopad Blihe, so nennt sich das zumindest bei Google. Und das ist dieser wunderschöne Wasserfall. Und da ist auch richtig viel Wasser drin. Es hat heute nämlich auch noch den ganzen Tag geregnet. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal vorbeizuschauen. Es ist richtig, richtig schön hier. Mark Eintritt bezahlt. Das sind so ungefähr 1,50 Euro pro Person. Der Weg vom Parkplatz ist 500 Meter lang vielleicht und auch heute sind wir wieder komplett alleine. Zwei Mark hat das jetzt gekostet, also 1 Euro für über 4 Stunden. Kinderbohr. Luxus. Für direkt Innenstadtparkplatz. Wir sind jetzt übrigens in Banja Luka, relativ große Stadt. Und zwar sind wir gegenüber von dem, ich werde es richtig deutsch aussprechen, Gradska Trzcinka. Das ist also ein relativ großer Markt mit viel Obst und Gemüse und allem, was man so sonst so kaufen kann. Und da schauen wir jetzt mal rein. Dafür, dass wir eigentlich gar nichts kaufen wollten, haben wir eigentlich ganz schön viel geshoppt. Das ist jetzt unsere Ausbeute für heute. Wir haben hier ein paar Jajas. Ein paar noch warme Eier gefühlt. Dann haben wir hier ein Brokkoli, richtig schöne Gurken. Dann haben wir hier noch eine Schale Erdbeeren. Orangen. Woher auch immer die kommen, also die Erdbeeren können eigentlich nicht regional sein, aber nicht regional. Gut. Die Orangen auch nicht. Orangen, Zitrone, Apfel, Salat, Weintrauben, Knobi, den müssen wir auch in der Tüte lassen, weil der so intensiv gerochen hat. Knobi, sein Onkel.
Ja, und ja, all das hat jetzt wie viel gekostet? 17? Knapp 17 Euro. Euro, genau. Etwas über 30 Mark. Ja. Ja. Läuft. Also wir bezahlen ja allein in Deutschland schon mittlerweile locker 3,50 Euro für die Erdbeeren. Ja, jetzt zu der Jahreszeit bestimmt 5. Ja, aber es ist schon viel dabei rumgekommen. Ja. Das ist schon gut. Ansonsten ist es hier echt schon günstiger, was alles betrifft einfach. Wir haben auch gestern für 1,24 Euro getankt. Ist schon echt richtig krass, wie viel günstiger das hier ist. Mmh. Schmeckt gut. Mhm. Jetzt kommen wir. Hoffentlich verschluckst du dich. Cool. Ja, und jetzt geht's weiter in die Innenstadt. Jetzt gucken wir uns das Ganze hier mal an. Es ist ja direkt hier in der Nähe. Hinter der Markthalle fängt die Innenstadt schon an. Und los geht's. Mach eine Mutprobe. Da rein? Da rein. Da hab ich's vor. Nö. Warum? Nö, weiß ich nicht. Später, die hören die sind da rein. Moment. Da fliegt da unten ein Bär. Ja, warte, ich brauch's Muff hier drin. Ja, dafür bräuchte man eine Taschenlampe. Ja, komm, einmal noch um 3 Meter. Ist das? Weiß ich nicht. Das ist irgendwie ein. Das sieht aus wie Schienen. Ja. Als wenn das Maschinen gewesen. Also nicht Maschinen, sondern mal Schienen. Es geht doch noch ein bisschen um die Ecke, ne? Ja. Ich gehe aber nicht hin, weil es ist richtig dunkel. Ja. Na egal. Wir haben uns am Anfang immer gewundert, warum hier russische Fahnen rumhängen. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass wir uns jetzt gerade in der Republik Srpska befinden, wenn man das so ausspricht. Und hier ist die Fahne letztendlich an die russische Fahne angelehnt. Das sind die panslawischen Farben. Die weiße und rote Farbe ist einfach nur getauscht im Vergleich zur russischen. Wir sind jetzt wieder zurück. Dem Auto geht's gut, dem Hund auch. Und das Witzige ist, als wir gegangen sind, haben uns so zwei Bosnier angesprochen und der eine war so richtig stolz, dass er halt Deutsch kann und hat uns dann so ein bisschen gefragt, wo wir herkommen und so. Und hat er so beiläufig gesagt, ja, ich passe ein bisschen auf Auto und so. Ne? Und wir haben halt das so ein bisschen, ne, ja, ne, mach mal. Wir waren auch ja super nett und dankbar dafür, dass er ja auch so nett zu uns war. Ja, und jetzt kamen wir nach, wie lange waren wir in der Stadt? Ungefähr 2,5 Stunden, 2 Stunden. 3, 4. Ja. Ja, insgesamt waren es dann halt so 3 bis 4 Stunden mit dem Markt. Da kamen wir wieder zurück und er so, ja, gut aufgepasst, ne, nichts passiert, alle gucken nur, ne, weil, ja, Carlo fällt ja schon noch irgendwie ein bisschen auf. Und ja, dann hat er natürlich gefragt, ob er ein bisschen was kriegt dafür. Und dann haben wir ihm auch 1,50 Euro umgerechnet gegeben dafür, dass er jetzt hier halt ein bisschen auf unser Auto aufgepasst hat. Aber ja, das war es auf jeden Fall wert und wir hatten ein gutes Gefühl. Guten Morgen! Wir sind jetzt hier bei den Linschizi-Wassermühlen. Hier sieht man auch schon mal ein bisschen im Hintergrund. Wir haben tatsächlich diese Nacht hier geschlafen, weil alle umliegenden Stellplätze einfach geschlossen haben. Aber hier war auch irgendwie niemand und jetzt haben wir hier richtig schön unsere Ruhe gehabt. Und jetzt werden wir uns die einfach mal angucken. Die sind schon richtig, richtig süß, wenn man die von hier aussieht.
Willkommen in Trollhausen. Die Türen sind hier echt super winzig von diesen Mühlen. Das sind Wassermühlen, die wurden damals genutzt im 19. Jahrhundert, um hier Weizen zu mahlen. Und es ist richtig cool, hier über die ganzen kleinen Stege lang zu laufen, weil man wirklich richtig nah dran kommt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, hier vorbeizuschauen. Im Sommer ist es hier, glaube ich, richtig voll, beziehungsweise sind hier schon echt viele Menschen. Wir haben hier so eine Hütte, wo man essen kann, eine Fußballtore, eine riesen Wiese, wo man sich austoben kann, also auch für Kinder. Es ist ein wahres Paradies. Da hinten war sogar so eine Rutsche, wo man ins Wasser rutschen kann, auch echt cool. Und jetzt gerade sind wir einfach mal wieder alleine und können das Ganze für uns alleine genießen. Millie ist jetzt noch draußen und macht ein paar coole Fotos. Wir haben ja diesen ND-Filter und da hat sie richtig Spaß dran, ein paar Langzeitaufnahmen zu machen. Und währenddessen kümmere ich mich jetzt um Frühstück. Ich mache jetzt die Erdbeeren, die wir gestern frisch auf dem Markt gekauft haben, mit ein bisschen Müsli und Joghurt. Jetzt bringen wir noch eben den Müll weg und dann fahren wir zu den Pliwa-Wasserfällen. Die sollen irgendwo 10 Minuten von hier sein. Hier, dieses Feld ist so krass einfach. Guckt euch mal an, wie viele Menschen hier anscheinend schon mal waren. Ich weiß nicht, ob das ein Event war oder ob das normal ist, wenn hier halt Sommer ist. Da oben ist ein kleines Brett oder so ein kleiner Turm. Und hier auch das Logo von dem Wasserfall ist, da ist so ein Mensch drauf, der runterfliegt. Hier ist anscheinend zwischendurch mal so ein Event, dass die Leute hier runterspringen, also so turmspringenmäßig was machen. Und dann wird das hier wahrscheinlich richtig genauso voll sein. Ich weiß halt nicht, wie es in der Saison sonst so ist. Aber auch irgendwie interessant, schon krass. Jetzt gerade einfach ungefähr 100 Meter von diesem Bezahlhäuschen gelaufen und dann bei diesem Wasserfall gelandet. Er ist wunderschön, aber wir haben halt auch 10 Mark bezahlt, also sprich 5 Euro. Für halt die Aussicht, aber Wir gehen jetzt mal nach oben und gucken mal, ob wir von woanders noch eine Aussicht haben. Also weiß ich nicht, ob sich das jetzt so gelohnt hat. Ja gut, diese 5 Euro hätten wir uns wirklich sparen können. Wir stehen jetzt ein bisschen weiter oben, eigentlich direkt an dieser Tankstelle, die hier ist. Also für alle, die sich das mal angucken wollen, es lohnt sich nicht, diese 5 Euro zu bezahlen. Es war schön da unten, aber hier oben kann man es genauso gut sehen. Nachdem jetzt der Tag oder unser Vorhaben hier jetzt relativ schnell ging, werden wir uns jetzt mal eben einen Stellplatz raussuchen. Wir haben schon da so einen kleinen See im Blick und werden da jetzt erstmal hinfahren. Wir haben uns heute einen ziemlich abenteuerlichen Stellplatz gesucht. Wir haben eine Münze geworfen, ob wir hier runterfahren oder nicht, und die Münze hat gesagt, wir sollen es riskieren. Finn steht da oben, ich denke, man sieht ihn, gut getarnt. Und der Boden hier ist jetzt gerade halt trocken. Es darf halt nur nicht regnen, aber es soll die nächsten Tage auch nicht regnen. Von daher riskieren wir das Ganze, weil der Platz echt richtig schön ist. Ja. Super! Möglichkeiten, einmal die rechte Seite und einmal die linke Seite.
bald ist wild. Wir laufen das auf jeden Fall jetzt mal ganz kurz ab, um zu gucken, wo es matschiger ist oder trockener ist. So, wir haben uns jetzt für diese Seite entschieden. Und dann werden wir jetzt mal hinfahren. Jetzt hier am Ramsko-See angekommen, so heißt das Ganze hier. Der ist echt richtig schön, also hier lässt sich auf jeden Fall ein paar Tage aushalten. Und damit beenden wir auch das Video und hoffen, dass es euch gefallen hat. Gebt uns gerne ein Like und abonniert gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss! Des 19. Jahrhunderts. Die Mühlen hier, wo. Wie dumm kann sein. Lalalala. Nee.